zu so später nächten Stunde. Seid gegrüßt, ihr Höllenhunde. Wir sind wieder im Neta, Onkel Peter. Also wir sind noch nicht im Neta, aber wir sind, Moment, ich formuliere gerade noch ein bisschen mit meinem Mikro rum. Aber wir sind vorm Neta. Wir haben ziemlich viel Krams eingeheimst. Und ja, hier alles, ne, könnt ihr gucken. Ziemlich viel Krams. Und da spielt ganz komische Musik, die ich jetzt gerade mal einraste, leiser machen muss. Ich bin's, ne, der Höllenfürst. Ich bin die Achsel des Bösen und ich gehe jetzt in den Neta und hoffe, dass wir es überleben. Ah, zu Hause, zu Hause. Und ich höre schon einen Garst. Da ist er. Das ist der Garst von Larst. Und der ist ziemlich böse bestimmt. Und die Musik ist arg laut. Ich mache die noch ein bisschen leiser. So ist, glaube ich, ganz gut. Ah, Leute. Endlich wieder im Neta. Weg aus dieser garstigen Oberwelt. Und mal sehen, wie wir hier empfangen werden. Hier sind auf jeden Fall schon unsere Kumpels. Hallo, Leute. Wir müssen da hinten hin. Ich war gerade falsch. Ah, ich glaube, hier geht's runter. Komme ich am besten runter? Was ist das denn für Musik? Meine Güte. Aber ich glaube, wir machen erstmal diesen Garst fertig, ehe wir uns hier um andere Sachen kümmern. Also wir könnten da hinten runtergehen. Wir könnten aber auch da ganz hinten runtergehen. Oder wir könnten hier runtergehen. Der merkwürdige Schleimbratzen da oben in der Luft mit den Tentakeln dran. Ich glaube, ich renne mal und springe dabei. Ist zwar albern. Nein, ist albern. Ist albern, oder? Kleiner Herrscher des Netas, ehemaliger und nicht zukünftiger. Ich guck gerade, wo komme ich denn am besten hin nach Hundsgrab? Da ist Portal Hundsgrab. Also zum Portal Hundsgrab. Natürlich nicht nach Hundsgrab. Wer will schon nach Hundsgrab? Also Leute, ich bitte euch. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo runter. Ja, und da rannte er hin und her und war total verwirrt. Wer hat denn hier so eine hässliche Säule hochgebaut? Das kann sich doch keiner angucken. Da ist ganz viel Glowstone. Ganz viel Glowstone. Und ich feiere gerade total die Musik ab. Das ist ja der Wahnsinn. Von Schrecklichkeit kaum noch zu überbieten, möchte ich sagen. Ah, ja. Hör doch auf. Bam. Ja, du kannst ganz toll mit Feuerbällen werfen. Deine Eltern mochten dich noch nie. Und ich mag dich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also, die sind aber auch aggressiv geworden, diese... Ja, genau du. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Seht ihr den? Ah, da hinten. Ach, das sind zwei, wa? Ja, klar. Ja, stirb eines schrecklichen Todes. So, die machen wir mal aus. Meine Güte, ey. Man kann sich auch anstellen. Da unten liegen die Erfahrungspuppel rum. Hier kommen wir auch runter. Dachte der Mann. Oah, wenn die... Oh, Magma Schleim. Cool, Magma Schleim. Hallo, Magma Schleim. Magma Schleim. Tot. Ja. Ach ja, ist wieder schön. Ist doch schön, zu Hause zu sein, oder? So fängt der Tag gut an, möchte ich sagen. Mal sehen, dass wir jetzt einen möglichst kurzen Weg nach Hundsgrab finden. Hier unten geht es auf jeden Fall schon mal lang. Und ich glaube, hier sind wir schon mal lang gekommen, denn hier ist alles am Brennen tun. Wir haben keine Höllenhunde mitgenommen, was ziemlich schlecht ist eigentlich. Ah, da hinten ist unsere Brücke. Die ist eigentlich relativ klein und relativ schmal. Die, na, kleine Herrscher des Netas, wie geht's so? Wie steht's? Du hast aber, oh, guck mal, der hat da so einen hübschen Totenkopf-Anhänger. Hast du ihm den geschenkt? Total schick. Hast du aus deinem Augenknochen gemacht? Ja, man sieht's. Ja, Freunde, ich bin die Achsel des Bösen, Opa Zeron, immer noch im Neta unterwegs, unbehelligt von der Außenwelt bisher, aber sehr wohl behelligt von der Innenwelt, hier von den Neta-Gestalten, die da sind, der Neta-Schleimbratzen, hier oben. Boah, schießt er, da spinnt der. Das kann auch wehtun. Mein Gott. Wie viel gibt's denn davon? War da irgendwie Monat des Schleimratzens? Okay, den schnapp ich mir jetzt.
Ausweichen. Und schießen. Ah, etwas höher. Der ist ganz schön weit weg. Mei. Au. Volltreffer. Okay, ich hau ab. Ist mir zu blöd. Du bist mir echt zu blöd. Deine Mutter ist auch blöd. Dein Onkel und deine Tante, die sind auch alle ziemlich dämlich. Nämlich. Ah. Warum sind hier jetzt so viele von diesen Garstviechern? Haben wir irgendwas gemacht? Wir waren vielleicht zu lange in der Oberwelt. Ah, wir haben bestimmt den Geruch der Oberwelt angenommen. Und deshalb gehen die so ab. Wir müssen einfach jetzt noch länger am Nether bleiben. Wir haben bestimmt den Gestank der Oberwelt angenommen. Und deshalb denken die, wir sind Eindringlinge und gehen uns jetzt gerade so an. Außerdem scheint gerade irgendwie, alle 100 Jahre steigt ja mal die Population der, Garstomaten. Gastnomaten heißt nie. Oh, guck mal, hier, ganz viele Pilze. Ey, Freunde. Das kann aber nicht wahr sein. Wo ist der denn? Da oben. Okay. Was ist denn da oben? Warte mal. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Du Krücke. Vorhalten. Daneben. Ah, Treffer. Ja, schauen wir mal hin, ob eine Gasträne runtergeploppt ist. Ja, da ist er. Cool. Gasträne. Ich freue mich immer so total über... Boah, habt ihr da den riesen Monsterbratzen gesehen? Da ist er. Gleich erledigt. Noch eine Gasträne. Okay, jetzt haben wir schon einige davon. Ah, die Popel sind leider in die Lava gefallen. Leider, leider, Popeida. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe einen erledigt. Da kommt der nächste. Wie viel sollen wir noch töten davon? Von der Sippe. Okay, kurz unten bleiben. Oh, der konnte mich doch gar nicht treffen. Der konnte mich unmöglich treffen. Unmöglich, unmöglich. Wir brennen, wir brennen, wir brennen, wir sterben. Der konnte mich doch unmöglich hier treffen. Ich buddel mich hier kurz mal in die Erde. Ganz unverbindlich. Kurzer Schutzgang. Oh. Und ich höre schon wieder den nächsten. Leute, wir werden attackiert von Garst. Das ist total krass gerade. Wie viele da sind. Der Angriff der Garst hat begonnen. Und zwar äußerst hartnäckig sind die. Wir kommen noch nicht mal zu unserer Festung, nicht mal in die Nähe unserer Festung, ohne dass uns die Biester hier total fertig machen. Da oben ist schon wieder einer. Wir werden natürlich alles geben. Ich muss noch ein bisschen heilen erst. Heile, heile Gänschen, die Katze hat ein Schwänzchen. Heile, heile Mausespeck. In 100 Jahren ist alles weg. Was ist das denn? Eine Brücke? Eine Brücke? Über 7 Brücken musst du gehen, oder was? Unsere Verpflegung geht langsam zu Ende und der Nether zeigt dich uns in seiner garstigsten Form. Freunde, Freunde, das ist echt nicht nett. Und wir sind gerade erstmal, erst wiedergekommen. Ich habe absolut kein Verständnis dafür, was hier abgeht. Das kann ich nicht tolerieren. Wir müssen uns unbedingt einen sicheren Unterschlupf schaffen. Was? Ich habe gesehen, der kam von links. Da ist er. Bam. Bam. Daneben. Etwas drüber halten und etwas vor. Boah, der donnert uns hier den ganzen Berg weg. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Treffer. Leute. Boah, Mist. Aua, das war dumm. Das war dumm. Das ist der Nächste. Was ist denn hier los, sag mal? Das ist der nächste Gast. Totaler Terror. Die Gast greifen an. Das Imperium schlägt zurück. Rette sich, wer kann. Alle meine Entdeckung. Wir sind am Arsch der Welt. Wir müssen zur Festung durchkommen. Boah. Alter, was hier abgeht. Da ist er.
Boah, zwei Stück. Nee, komm, ohne mich. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr total verbrennen. Oh. Und schon wieder Hunger. So halten wir nicht lange durch. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Die machen uns völlig platt. Der ganze Nitter ist am Brennen. Weil die Gas hier in einer Population kriegt der Zerstörersterne. Der, ne? Möchte gerne. Wie viel sind das denn? Zwei Stück stellen sich uns in den Weg. Dass wir nicht in die Festung kommen. Und ganz ehrlich, Leute, ich möchte auch nicht... Okay, die machen wir fertig. Egal. Feuer. Treffer. Boah, der hat uns getroffen. Jetzt wird es langsam echt kompliziert hier. Daneben. Treffer. Oh, schon wieder am Brennen. Tun. Okay, wir müssen hier Flammen löschen. Lalala, lalala. Schon was essen. Freunde. Und wir müssen echt jetzt sehen, dass wir hier rauskommen. Weil unsere Rüstung ist noch bald in Dutt. Helf mir noch mal. Ja, du. Ja, du. Du. Guck mal, was hier abgeht. Ich trau mich ja kaum, zu meiner Festung rüber zu gehen. Was ist denn los im Staate Leningrad? Boah, Hunger ohne Ende. Freunde, so geht's doch nicht weiter. So kann's doch nicht weitergehen. Okay, jetzt einmal schnell hier in unser Unterschlupf. Wir müssen uns extreme Verteidigungsmethoden überlegen. Hier haben sie die halbe Festung kaputt geschossen. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Boah. Hier kann uns nichts passieren. Oh, das war ein guter Schuss, oder? Wir müssen uns extreme Verteidigungsmethoden überlegen für unsere Festung. Oh, meine schwarze Mütze. Die Aula SMM-Kabbe. Weggeschossen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, die Musik drückte schon sehr deutlich aus. Ja. Haben wir irgendwo noch Glas? Glas, Glas, Glas. Hier im Ofen vielleicht? Oh, ich soll vielleicht den Bogen aus der Hand legen. Nein, nein, nein. Ja, wir müssen uns echt was überlegen. So geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter, kleiner Herrscher des Nethers. Alter Verwalter. Ich würde sagen, wir haben doch auch schon Glas gemacht. Hier. Da. Wir müssen die Scheiben ersetzen. Wir sollten die schwarz färben. Irgendwo haben wir auch Tintensäcke. Oder haben wir jetzt alle Tintensäcke verbraucht? Das wäre ja ziemlich dämlich. Die Musik ist so genial. Beschreibt aber ungefähr die momentane Situation. Da, 14 Tintensäcke. Sehr gut. Wir müssen die Glasscheiben durch Glasblöcke ersetzen, so leid es mir tut. Wir können jetzt auf optische Merkmale keine Rückschicht nehmen. 32. Wir müssen das alles hier durch Blöcke ersetzen. Weil ich glaube, durch die können sie nicht durchschießen. Oh, da kommt der Nächste. Das gibt's doch gar nicht. Freunde. Wir müssen jetzt echt hier kämpfen. Um jeden Meter Nether. Das passt. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Wir setzen jetzt hier diese eisenverstärkten schwarzen Glasscheiben ein. Die immer noch ein wenig von dem hässlichen, garstigen Netherlicht durchkommen lassen. Aber uns zumindest erstmal schützen. Also, die Meldung des Tages ist echt, der Nether ist krass geworden. Der ist endkrass geworden. Aber diese eisenverstärkten Scheiben hier, ihr seht das ja hier, ne? Alles Eisen, Stahl und Eisen. Da kann uns eigentlich fast nichts mehr passieren. Vielleicht können wir oben ja diese Fenster so lassen. Ich glaube aber mal nicht. Also, ihr wisst, wie ich meine. Weil sie können... Wer ist denn da... Wie bist du da hochgekommen? Sag mal. Frage ich mich. Ah, wir sind zu Hause. Aber zu Hause ist es gar nicht so schön. Hier ist immer noch alles offen. Da müssen wir auch noch zubauen.
Verdammt, ey. Die machen uns hier schon total fertig. Wir haben keinen. Da, Tintensäcke. 10 Stück, immerhin. Ja, damit können wir erstmal wieder ein bisschen Glas färben. Und dann müssen wir uns hier echt einbarrikadieren. Weil ich höre schon mindestens schon wieder 2 Ghasts. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich höre schon wieder 2 Ghasts. Ich bin total aufgeregt. Renne hin und her wie so ein aufgescheuchtes Kanickel. Meine Herren, ey, meine Herren. Die Musik ist gerade echt laut. Ja, komm. Komm zu mir. So, Freunde. Jetzt machen wir erstmal hier dicht. Ohne den Opa. Sag ich dir nur. Erstmal hier schön die Blöcke rein. Ich glaube, die können sie tatsächlich nicht kaputt schießen. Da müssen noch Nether Bricks rein. Haben wir davon noch welche? Sollten wir, ne? Wir haben zumindest hier die normalen. Die können wir zu Nether Bricks brennen. Ne. Ne. Boah, was ist das denn? Wie groß war der denn? Habt ihr das gesehen? Der war mindestens so groß wie... Okay, den müssen wir uns schnappen. Kostet es, was wolle. Der hat unsere Kiste zerstört. Boah. Boah, bist du verrückt, ey. Wie geht der denn ab? Wer bist du? Die schießen uns hier alles kaputt in 1000 Trümmerteile. Wir müssen schnell eine Kiste bauen. Also, ihr seht. Boah, wir haben keine Pfeile mehr. Wir sind am Arsch der Welt. Wir müssen hier raus. Wir müssen zurück nach Hunsgrab. Wir müssen uns... Warum ist das Portal hier an? Warum ist die Lavasäule nicht da? Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. In diesem Sinne.